In der Gnadenkirche am Quirlsberg in Bergisch Gladbach gastierte am 8. November Farfarello im Licht, die Kirchentournee. Farfarello, das sind Uli Brandt an der Gitarre und Teufelsgeiger Manni Neumann. Begleitet werden die beiden Künstler bei dieser Tournee von Top-Percussionist Nipi Noya, der unter anderem schon mit Herbert Grönemeyer auf Tour war. Unter Mitwirkung des Lichtkünstlers Jörg Rost aus Schwerte wurde die kleinste Kirche der Tour innen und außen eindrucksvoll ausgeleuchtet und ein spezielles Soundsystem sorgte für perfekten Klang. Rund 220 Zuschauer erlebten diese fantastische Musikreise, die Tage zuvor bereits in Görlitz rund 1200 Zuschauer begeisterte. Da sind wir ja alle. Das ist gut so. Da freuen wir uns sehr. Wir sind nicht zum ersten Mal in dieser Kirche. Wir haben einen gewissen Heimvorteil. Den werden wir heute zu nutzen wissen. Und ich denke, der eine oder andere war beim letzten Mal auch schon da. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen. Wir haben heute die dritte Station unserer Kirchentour und wir haben hier in der Gnadenkirche die kleinste, aber feinste Kirche der Tour. Und wir haben keine Mühen, also Kosten schon, aber keine Mühen gescheut. Das wäre der Eintrittspreis höher. Keine Mühen gescheut, euch zu zeigen, was man alles machen kann, wenn das Publikum stimmt, die Location stimmt und die Band stimmt und die Musik. In diesem Sinne, wir wünschen euch sehr viel Spaß. Wir haben ihn ganz bestimmt mit Farfarello im Licht. So, jetzt aber. Auf geht's. Thank you.
Ein ganz besonderer Moment für Musikfreunde war das Solo von Nipinoja. Thank you.
Mehr Informationen über Farfarello inklusive Tourdaten finden Sie unter www.farfarello.de. Lassen Sie sich verzaubern von der kleinen Geige und dem großen Orchester. Oder umgekehrt.